Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Und ja, Organisten haben sogar Beine. Endlich mal in kurzer Hose an der Orgel. Tja, wir genießen eine Hitzewelle momentan und es ist unerträglich. Auf dem Weg heute in der Kirche waren es 35 Grad, also laut Auto. Und es fühlt sich auch so an. Aber hier in der Kirche ist es Gott sei Dank ein bisschen frischer. Vor ungefähr einem Jahr habe ich ein Video gepostet, wo ich in Jeans an der Orgel saß und ein Amerikaner hat geschrieben, nichts gegen Amerikaner natürlich, aber das war ein wirklich bisschen bescheuerter Kerl, hat geschrieben, wenn du mein Organist wärst, würde ich dich sofort feuern, weil ich Jeans anhatte. Und dann habe ich zurückgeschrieben, dann musstest du unsere ganze Priestermannschaft hier feuern, für die auch immer Jeans anhaben unter den Roben. Also, so ist es. Also heute flippt dieser Typ wahrscheinlich aus, wenn er sieht, dass ich hier kurze Hose in der Kirche anhabe. Naja, aber bei diesen Temperaturen ist das doch erlaubt, oder? Heute gibt es zwei Musikstücke von der Orgel hier. Wir sind noch nicht unterwegs zu neuen Orgeln unterwegs gewesen, weil, naja, unser Corona lässt uns nicht in Ruhe momentan. Und wir versuchen so wenig wie möglich durch die Gegend zu fahren. Andere Leute machen ganz normal Urlaub, fahren durch die Gegend und ignorieren die Regelungen momentan. Wir versuchen ein bisschen vernünftig zu bleiben und bleiben so viel zu Hause wie möglich, bis das Ganze vorbei ist. Hoffentlich ist das auch bald so. Aber sobald es geht, werden wir wieder unterwegs sein und neue Orgel für euch filmen. Ein paar haben wir geplant, sogar von einmanualige bis fünfmanualige. Ist alles dabei. So, ein paar Nachrichten habe ich trotzdem für euch. Unser Summer Sale für die Noten hier, Piping Hot at the Organ, entweder als ganze Partitur oder als einzelne Stücke, läuft weiter. Unser Summer Sale. Und ich glaube, also ich kann das jetzt nicht versprechen, aber ich glaube, vom letzten Video hatten wir noch einen extra Rabatt-Coupon, 15% statt 10%, 15%. Und ich glaube, es gibt sogar ein paar von denen noch übrig. Wenn ihr schnell seid, hier ist ein Link, schaut mal zum alten Video von letztes Mal und dann findet ihr noch einen extra Coupon-Code und dann kriegt ihr vielleicht noch 15%, wenn nicht immer noch 10%, reicht auch. Die Noten kann man einfach so kaufen, ausgedruckt, oder man kann die einfach downloaden. Das ist natürlich wesentlich günstiger. Unser Bestseller bis jetzt ist The Works, das heißt alles. Das ist ein großes Ding hier, 107 Seiten und das tatsächlich als Download. Das ist unser Bestseller bis jetzt. Also, wenn ihr schnell genug seid, kriegt ihr auch eine Kopie davon. Ich habe schon gesagt, es ist so schön hier in der Kirche, etwas kühler als draußen. Wir werden die Zeit heute richtig nutzen und wir werden verschiedene Stücke aufnehmen. Nicht nur für das Video heute, auch für extra Videos. Für wen sind diese extra Videos? Also, wie ihr wisst, haben wir Mitgliedschaftenmöglichkeiten, um den Kanal, um uns zu unterstützen. Via Steady oder Patreon oder PayPal oder auch mittlerweile durch YouTube-Mitgliedschaft. Und ich habe jetzt Nachrichten von Patreon bekommen. Patreon ist jetzt tatsächlich nicht nur in US-Dollar buchbar, man kann es jetzt auch tatsächlich in Euro auch buchen. Also die verschiedenen Stufenmitgliedschaft gibt es jetzt über Patreon auch in Euro für euch. Das ist natürlich nicht so uninteressant. Was kriegt man für eine Mitgliedschaft? Ja, also alles von früheren Zugang zu diesen Videos bis hin zu extra Videos, das, was wir gleich machen. Wir werden jetzt ein paar extra Stücke aufnehmen, nur für diese Mitglieder. Bis hin zu Live-Unterricht mit mir, 1:1, bis hin zu Live-Question-and-Answer-Livestreams. Das müssen wir noch machen, das werden wir auch machen. Ich wollte das neulich von der Orgel mal probieren, aber unsere Internetverbindung hier im Dorf ist nicht gerade das, was es sein soll. Wir werden das dann wahrscheinlich von zu Hause probieren. Aber es gibt auch Extras für Mitglieder. Wenn ihr Interesse habt, bitte guckt mal nach. Vielleicht wollt ihr uns wirklich unterstützen. Unser Ziel ist es, 100 Leute bei Patreon zu haben und dann werden wir unsere Videos deutlich erweitern. Mehr dazu bei Patreon. Wie versprochen, gibt es in diesem Video zwei Stücke Musik heute. Und die sind beide aus dem Heft Piping Hot at the Organ. Und das erste, was wir spielen, ist ein sehr ruhiges Stück, namens einfach Elegy, wenn ich das finden kann. Und das ist das einfachste Stück hier drin. Da ist es. Das einfachste Stück hier drin in dem Heft. Und viele Leute haben gefragt,
Die haben schon die Noten gekauft und die haben mir geschrieben, steht zwar vorne drin, ne, du gibst uns nicht wirklich so Registrierungstipps, aber wie kann ich diese Stücke registrieren? Und bei ein paar von den Stücken habe ich tatsächlich ein paar Registrierungsanweisungen geschrieben. Und zum Beispiel bei Elegy, da steht ein bisschen was dabei. Und ich wollte heute ein bisschen zeigen, wie man verschiedene Stücke registrieren kann, wenn der Organist oder Komponist selber nichts dazu schreibt. Hier an der Orgel habe ich natürlich Noten. Ich habe immer Noten dabei, weil man weiß nicht, was man spielen muss. Und ich habe einfach aus dem Schrank 3 Partituren rausgeholt. Einfach so die ersten 3, die da drin waren. Und hier oben steht von Louis Vierne. Hat übrigens Jubiläumsjahr dieses Jahr. Wir werden später im Jahr was von Louis Vierne spielen natürlich. An der richtigen Orgel, an einer richtigen Orgel dafür. Und er schreibt immer in seinen Partituren, was er für Registrierung haben will. Zum Beispiel in dem 3. Satz von seiner 1. Symphonie, die Pastoral, steht Grand Orgue Flüt 8, Positiv Flüt 8, Ressi, das ist Schweller, Oboe und 8 Fuß Flöte und das gleiche unten im Pedal, 2 kleine Flöten. Das ist also ganz präzise, was er haben will. Und man sitzt an der Orgel und man sagt, okay, hier steht Pedal und im Pedal brauchen wir 2 Achtfüße, dann gehe ich zu meinen Achtfüßen. Ich habe keine Achtfußflöte an dieser Orgel im Pedal, das heißt, ich muss irgendwas runterkoppeln. Dann nehme ich meine 2 Flöten von hier, ich koppel die runter und kann ich das Stück spielen. Okay, das ist die Idee. Und dann geht es los mit der Melodie und ich habe das so registriert, dass es passt. Vierne will ganz genau zeigen, wie das Stück zu klingen hat. Hier ist auch ein weiteres Elegy, das ist von Thalben Ball, ein anglikanischer Organist, aber eigentlich Kanadier. Und Thalben Ball hat natürlich eine sehr berühmte Improvisation, sein Elegy, gespielt und dann nachher als Komposition rausgebracht. Und er zeigt auch ganz genau, was er haben will. Schweller, Celeste, Selezional plus Celeste plus Lieblich, also plus Flöte, okay. In dem Hauptwerk eine kleine Prinzipal und dann Pedal nur, Great to Pedal, aber Pedal wahrscheinlich 16. Und das Stück fängt dann damit an. Und so weiter und so fort. Also ganz genaue Vorstellungen, wie das Stück zu klingen hat. Sehr schön, Dankeschön. Das nächste, was ich habe, das ist ein Stück, was ich wirklich seit Jahren nicht gesehen habe. Das ist ein Sonata in S von Baerstow, auch ein englischer Komponist. Superschönes Stück, kaum bekannt, aber wirklich toll. Und hier steht auch sehr wenig drin, aber steht ungefähr, was er haben will. Zum Beispiel Schwell 8 Fuß am Anfang. Heißt das mit Celeste? Heißt das nur leise? Ist es leise? Also? Dann braucht er eine Solo. Und so weiter und so weiter. Sehr, sehr, sehr komisches Stück eigentlich für viele. Das werde ich eines Tages präsentieren, wenn wir eine richtig schöne englische Orgel unter den Händen haben, werde ich dieses Stück spielen. Das habe ich seit meinen Uni-Zeiten nicht gespielt. Richtig, richtig schönes Stück. Englischer Komponist, der hat das übrigens im Urlaub komponiert, als er in Schottland war, auf der Insel von Arran, glaube ich, war das, oder? Ja, the Isle of Arran, da hat er es komponiert. Also ich glaube, es hat die ganze Zeit nur geregnet, deswegen ist es so düster. Aber er zeigt nur vage, was er für Registrierungen haben will. Und man muss das an seine eigene Orgel dann tatsächlich finden, damit es so schön klingt. Also man muss ein bisschen Fantasie haben. Das gleiche gilt für mein Elegy. Das schauen wir uns jetzt an. Hier in meiner Elegy, erste Anweisung, slow and dreamy, also langsam und traumhaft. Traumhaft oder träumerisch, was ist besser? Meine Frau nickt und sagt beides, alles klar. Und da habe ich am Anfang nur gesagt, soft foundations. So, was ich damit meine, ist leise 8-Fuß-Stimmen. Mehr nicht.
Und diese Orgel waren das, glaube ich, wirklich die hier. Ist das richtig? Ja. Nur das, ja, ganz leise. Übrigens, mein Schweller an Orgel ist kaputt momentan. Das macht es ein bisschen blöd für das Stück, weil es soll sehr leise werden, aber ohne Schweller haben wir ein bisschen Effekt verloren. Es gibt andere Leute, die hier an der Orgel spielen und ich glaube, die sind sehr grob mit diesem Pedal hier und das ist ständig kaputt. Und normalerweise kann ich es reparieren, aber heute geht gar nichts mehr. Also ich befürchte, der Motor ist tatsächlich kaputt. Auf der zweiten Seite habe ich hier geschrieben Softest String Tone und das hier an dieser Orgel ist das. Und dann habe ich gesagt, Octave Coupler, das heißt Koppel, wir koppeln das Ganze eine Oktave dazu. Das geht nur, wenn ich das hier runterkoppel zum Great, aber es geht. Okay, jetzt steht Medium Foundations. So, jetzt brauchen wir was ein bisschen fetter. In dieser Orgel wären das dann wahrscheinlich das hier, damit es ein bisschen fetter ist. So an. Und dann müssen wir ein bisschen aufbauen. Ich habe gesagt, Schwellmixtur dazu. Normalerweise natürlich mit Schweller zu, aber hier leider mit Schweller kaputt geht das nicht. Und so weiter, bis zu einem Fortissimo. Tja, das geht leider ohne Schweller nicht so. Ich muss ein bisschen tricksen gleich. Und dann geht das Ganze wieder ganz runter zu unserem Streicherklang mit Oktave wieder. Und ihr seht schon, ich muss das hier alles machen. Man kann natürlich schummeln und das machen wir gleich. Das geht eigentlich bis zum Schluss durch und soll immer leiser werden, immer leiser werden, immer leiser werden. Ohne Schweller geht das gar nicht. Tja, das ist die Idee mit diesem Stück. Und das Schönste ist, ich kann das in dieser Orgel jetzt etwas tricksen, indem ich meine Registrierungsmöglichkeiten nutze. Und das ist auch eine Frage von vielen Zuschauern. Was sind diese Reihen von Schaltern hier oberhalb von den Registern? Und das zeige ich euch jetzt. Und hier auf meiner kleinen deutschen Orgel kann ich das machen mit diesen Knöpfen hier und mit diesen Möglichkeiten hier. Viele fragen, was sind diese ganzen Schalter hier? Also, das hier ist nichts anderes als das hier, nur eine andere Möglichkeit. Zum Beispiel, ich habe hier Kombination Nummer 1, steht da HR an. HR heißt Handregistrierung oder Handregister. Also, das, was ich hier habe mit den Namen dazu, zum Beispiel Flöte 8, Flöte 4. Okay, und das muss aktiviert sein, damit es geht. Wenn es aus ist, geht gar nichts. Also es muss aktiviert sein. So, jetzt will ich ganz schnell wechseln zu einer anderen Kombination. Ich habe zwei Möglichkeiten. Das aus und die nächste Möglichkeit an. Oder
ich lasse das so und meine nächste Möglichkeit mache ich dann hier in der ersten Reihe von diesen Schaltern. Und das ist die freie Kombination Nummer 1. Ja? Erste Reihe nach oben. Und das sind die gleichen Register. Ich brauche natürlich die Namen jetzt nicht. Ich sehe die Namen da unten, aber ich habe jetzt Prinzipal, Gemshorn, Flöte und Oktave 4 und Flöte 4. Und die sind jetzt aktiviert. Ich kann ganz schnell zurück zu dem ersten. Okay, so mit meinem Daumen kann ich immer dazwischen schalten. Was ist, wenn ich aber mit den Händen so beschäftigt bin, dass ich das nicht mit den Daumen machen kann? Die gleichen habe ich hier unten für die Füße. Handregister an, freie Kombination, okay? Natürlich habe ich auch einen Tutti-Knopf, das gibt auch hier, und einen Auslöser, damit alles weg ist. So, das sind die Reihen da. Das heißt, ich habe drei feste Möglichkeiten zu kombinieren, wo ich dann schnell zwischenschalten kann. Und natürlich kann ich während des Spiels, ich kann natürlich dazu, das heißt, ich habe mein Handregister an mit dem und dann schalte ich zu freier Kombination Nummer 1. Aber während ich da spiele, kann ich natürlich das hier schon ändern, wenn ich Zeit habe, damit ich zurückgehen kann. Okay? Also, das sind die Registriermöglichkeiten, die ich an der Orgel hier habe. Ich bastel dieses Stück zusammen, wie ich das so heute haben will, und dann spielen wir es mal durch.
So spielt man leider ohne Schweller meine kleine Elegy aus unserer Piping Hot at the Organ Serie. Das war natürlich nicht unbedingt Piping Hot. Und weil es draußen Piping Hot ist, spielen wir jetzt noch zum Schluss ein jazziges Stück aus der Reihe hier. Und ich dachte, weil es so schwer heiß ist draußen, spielen wir unser Snowy Morning Blues. Vielleicht wird es dadurch ein bisschen cooler. Kennt ihr auch die Geschichte von White Christmas übrigens? Das war auch, das waren zwei Komponisten. Es war Los Angeles mitten im Sommer, 40 Grad im Schatten. Und die haben gesagt, oh mein Gott, es ist so heiß, ich träume von Schnee zu Weihnachten. Und die haben gesagt, Moment, das wäre eine gute Idee für ein Lied. Und mitten in einem heißen Sommer haben die das Lied I'm Dreaming of a White Christmas geschrieben. Also, naja. Also, das ist jetzt mein Arrangement von diesem Snowy Morning Blues von James P. Johnson. James P. Johnson war der Klavierlehrer von Fats Waller. Da haben wir unsere Orgelverbindung. So, wie registriert man dieses Stück? Ich weiß es nicht. Hier steht gar nichts. Es steht nur am Anfang Slow Swing. Das war's. Es ist eine bluesy Art. Und das Stück geht über verschiedene Saiten, verschiedene Elemente, verschiedene Improvisationsideen. Wie habe ich es damals aufgenommen? Ich tue so, als ob ich das nicht mehr weiß und ich registriere das, wie ich das gerne hätte. Ich fange ein bisschen leiser an, werde ein bisschen lauter und vielleicht zum Schluss noch ein bisschen weniger. Mal gucken, was ich daraus mache. Das ist tatsächlich einer meiner eigenen Stücke. Also, das war's für heute. Jetzt schließen wir ab mit unserer Snowy Morning Blues. Nicht vergessen, abonnieren, liken und weiterleiten. Das hilft uns hier in dem Kanal ungemein viel und wir freuen uns für jeden kleinen Klick, den wir von euch haben können. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.